Herzlich willkommen zu einem neuen Killer-Tipps-Video. Euer Multiplay wieder am Start. Heute behandeln wir die Krankenschwester. Krankenschwester, dein Auftritt. Oder die Krankenschwester behandelt uns? Egal, rein ins Video. Wenn wir in der Jagd sind mit der Krankenschwester und wir haben zufällig einen Schrank in der Nähe, so können wir schnell reinspringen. Somit kann sie uns nichts anhaben. Jedes Mal, wenn sie ihre Fähigkeit aktiviert und wir haben in der Nähe einen Schließschrank, dann können wir hier reinspringen. Somit kann sie uns nicht erwischen. Wenn die Krankenschwester uns jagt, so sollten wir immer schauen, dass wir ihr kein freies Sichtfeld anbieten, wenn wir gerade am Flüchten sind. Sobald wir kleine Distanz aufgebaut haben, können wir normal laufen, ohne Kratzspuren zu setzen, sofern sie uns nicht gesehen hat, und haben hier gut die Möglichkeit, uns zu verstecken, so dass sie unsere Spur verliert. Wenn ihr in einer Dead Zone unterwegs seid und die Krankenschwester ist zufällig in eurer Nähe, so versucht, um kleine, schwierige Objekte zu looten. Manche Krankenschwester-Spieler haben es etwas schwierig, wenn ihr um kleine Steine, Bäume oder gegebenenfalls ein Auto-Pickup loopt. Ein guter Nurse-Spieler wird euch wahrscheinlich trotzdem treffen, doch es kommt immer mal wieder vor, dass viele Nurse-Spieler hiermit Probleme haben, wenn wir um kleine Objekte loopen. In den meisten Fällen ist es so, wenn die Nurse hinter uns her ist, würde ich hier kein Doubleback empfehlen, weil gute erfahrene Nurse-Spieler porten sich immer zuerst an den Punkt, an den wir zuletzt zu sehen waren. Manche Nurse-Spieler haben Probleme damit, wenn sie einen weiten Blink ausführen, wenn ihr umdreht und auf sie zuläuft. Aber hier gilt es auch wieder, dass gute Nurse-Spieler euch gegebenenfalls trotzdem treffen. So, in diesem Abschnitt schauen wir uns mal die Betäubungsdauer der Krankenschwester an, wenn sie blinkt, wenn sie zweimal blinkt und wenn sie blinkt und schlägt und so weiter. Das war's auch schon mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Unterstützt mich doch gerne mit einem Abo oder einem Like. Ich würde mich riesig freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Killer-Tipps-Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao, ciao.